Der Markus aus Halle hat mir eine E-Mail geschickt und gefragt, Reini, was bringen solche kleinen Knopfkompasse und was ist ein gutes Kriterium und wie sind sie einzusetzen? Und wenn du wissen willst, worauf es dabei ankommt, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Alles über Knopfkompass. Geliefert wie bestellt, Markus. Also fangen wir mal bei der Auswahl an. Für mich gibt es da folgende Kriterien. Nummer 1, der Drehring hier außen, ja, der muss drehbar sein. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich werde auch noch erklären, warum, nämlich im Kapitel Bedienung. Das ist mir wichtig. Und das Zweite, was mir auch wichtig ist, dass hier so eine kleine Flappe ist. Siehst du das? Die ist dazu da, um zum Beispiel hier bei diesem Armband, so, ich bin ein bisschen botschert, wie man in Österreich sagt, aber das ist so, dass auf das Armband, auf zum Beispiel, dass es ein NATO-Armband draufgeben kann. Das ist dann nachher bei der Bedienung relevant. Zeige ich da, wenn man es runtergeben will, Armband runter und dann kann man das wieder abziehen und die Sache ist erledigt. Ich glaube, es gibt von KSH eine Uhr, da ist das schon standardmäßig da an der Stelle integriert. Gute Sache. Bedienung, wie gesagt, zeige ich da noch. Und was noch viel wichtiger ist, ist die Qualität der Anzeige und die Schnelligkeit der Anzeige und die, nicht nur die Schnelligkeit, sondern auch die Genauigkeit. Ja? Damit meine ich aber jetzt nicht, ob er ganz genau nach Norden zeigt, weil das kann man sowieso da nicht ablesen, sondern ob es überhaupt stimmt. Zeigt er was. So, ich habe den Knopfkompass jetzt in meiner Hand, ich schüttle ihn, blablabla. So, und jetzt lege ich ihn daher. Na, okay, gut, das war nichts. Ich drehe. So, aber jetzt, so. Und jetzt beobachten wir ihn, schau, wie er sich schön nach Norden einstellt. Und das stimmt auch ungefähr, nicht hundertprozentig. Naja, es wird schon immer genauer, schau. Den letzten Rest, da lässt er sich noch Zeit und zack, und Nord und jetzt, na, jetzt muss ich sagen, das ist ganz gut. Das ist wirklich ganz gut. Ich kenne den Platz auf Waldurlaub im Bushcraft Camp hier im Bushcraft Areal. Da gebe ich da natürlich auch billige um den Link. Schau mal vorbei bei uns. So. Aber das ist ganz, ganz elementar, dass das relativ rasch geht und dass das auch genau ist. Ja, aber warum? Wenn jetzt Kinder dabei sind oder Leute, die zart beseitigt sind, dann ganz kurz die Ohren zuhalten und wenn ich dann so mache, bitte wieder weg. Weil es ein Schass ist, wenn es nicht funktioniert. So, jetzt kannst du wieder zuhören. Es ist einfach schlecht. Wenn du dich nämlich auf dieses Teil hier nicht hundertprozentig verlassen kannst, und mit hundertprozentig meine ich so gut wie hundertprozentig verlassen kannst, dann nimm es, ja, und wirf es weg, schick es zurück und beschwer dich. Weil es ist nur Ressourcenverschwendung. Ich sage das immer wieder in den Videos, es ist Ressourcenverschwendung, dass Produkte produziert werden, die nicht funktionieren. Da geht es nicht um die Farbe oder so, sondern sie funktionieren einfach nicht. Und besonders bei den chinesischen Anbietern ist das... Ja, häufig so. Diesen hier, kommt auch aus China, den habe ich von der Firma Miltec, den gibt es bei mir im Shop, gebe ich da unten den Link einerseits und ich gebe da auch Amazon. Die funktionieren interessanterweise relativ gut, obwohl sie auch fast nichts kosten. Wenn du dir sicher sein willst, dann kauf dir einen Suntor, Rekta, Suntor, gebe ich da unten auch den Link auf Amazon, die sind top. Ich hatte einen Rekta und konnte auch schon mal einen Suntu, so ein Suntu-Ding testen, funktioniert alles top. Oder die KSH-Uhr, da unten gebe ich da auch den Link dazu, da funktioniert das auch gut. Also das ist einmal entscheidend. Noch einmal, nur ganz kurz, ich weiß, ich wiederhole mich, aber da liegt auch eine Kraft drin. Wenn dieser Kompass sich nicht innerhalb von, ich sage jetzt mal einer halben Minute, auf Norden einstellt, dann ist er nicht zu gebrauchen. Und das musst du mit einem anderen Kompass oder mit natürlichen Hilfsmitteln überprüfen. Gibt da natürlich auch einen Link zu meinem Orientierungskurs. Schau dir den einmal an. Das ist ein Video-Fernlerngang, wo ich dir alles ganz genau Schritt für Schritt erkläre, was bei der Orientierung und bei der Navigation wirklich wichtig ist. Schau es dir an mit einer 1-Euro-Testaktion. So, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Auswahl. Und jetzt schauen wir uns an, wie man den überhaupt einsetzt. Bevor wir weitermachen, eine Frage. Und die musst du mir beantworten können. Was ist ein Kompass? Was ist ein Kompass? Jetzt wirst du wahrscheinlich, tippst unten schnell rein. Schnell, tippst rein. Du wirst mir sagen, ein Ding, das nach Norden zeigt. Dann sage ich, ja. Aber was ist es noch? Hä? Wenn du jetzt keine Antwort weißt, dann schau dir bitte meinen Fernlerngang an. Da gibt es noch viele andere Aha-Effekte. Wie gesagt, den Link. Und ich gebe da auch da den Link. Hör zu. Ein Kompass ist ein Winkelmesser.
Und wenn du jetzt sagst, langweilig, dann schalt ab und schau dir ein Katzenvideo an. Aber das ist eine ganz entscheidende Sache. Ein Kompass ist ein Winkelmesser. Nämlich der Winkel zwischen Norden, der zeigt er mal an, der zeigt er nach Norden. Norden ist in dieser Richtung. Und in dieser Richtung hier ist Westen. Und wenn ich an eine spezielle Stelle gelangen will, dann ist es immer ein Winkel. Wenn ich jetzt sage, ich möchte in diese Richtung da nach hinten gehen, dann ist der Winkel zwischen Norden und dem Punkt da hinten ist eine Zahl. Wenn ich genau nach Westen will, dann sind es wahrscheinlich 270 Grad. Und das ist entscheidend. Und wenn es dir jetzt die Batterie rauswirft und du sagst, ich werde das niemals lernen, dann kann ich da sagen, das ist alles sehr, sehr einfach. Es ist nur einmal verstehen und dann immer wieder tun. Kurs, eh ganz klar. Billige Eigenwerbung. Aber dieser Kompass ist nicht dazu da, alles genau zu messen wie eine Bussole sondern einfach so auf die Schnelle. Wenn ich in Bewegung bin oder einfach nur grob abschätzen, wenn ich querfeldein bin, reicht es mir, wenn ich ungefähr den Winkel messen kann und ungefähr weiß, wo Norden ist. Ich schaue mal aber kurz drauf, zack, dort ist Norden, wunderbar, und ich kann schon mitspielen. Ich zeige dir jetzt etwas im Detail. So, jetzt mal den Kompass im Detail. Das hier ist die Nord-Süd-Achse. Ja, also das ist die Nord-Süd-Achse. So. Und wir bleiben bei unserem Beispiel Westen, damit es einfach bleibt. Und ich sage, ich möchte genau nach Westen gehen, denn genau im Westen, da treffe ich auf eine Auffanglinie. Wenn du sagst, was ist Auffanglinie? Schau dir meinen Kurs an. Wirklich, wirklich, es lohnt sich. Bei dieser Auffanglinie ist zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, ein Fluss. Und wenn ich den Fluss flussabwärts gehe, dann komme ich zurück in die Zivilisation. Oder ich treffe dort auf eine, oder was. Oder es ist grundsätzlich wichtig, dass du in einen geraden Weg gehst. Denn dadurch kommst du relativ rasch irgendwo raus, wo du weiterfindest und wieder Orientierung finden kannst. So, also ich möchte nach Westen gehen. Und nach Westen ist da in die Richtung, ne? Ganz klar. So, und jetzt machen wir im Endeffekt nichts anderes als Folgendes. Wir sagen, wir wollen in diese Richtung hier gehen. Da, so, in diese Richtung wollen wir gehen. Ne? Und dazu drehen wir jetzt, deswegen ist dieser Drehring für mich so wichtig, wir drehen hier N auf N. Und wenn du jetzt sagst, was heißt N auf N, dann sage ich, das grüne N in der Kompassrose, wenn ich das so nennen darf. Und hier das N vom Drehring, das ist jetzt nicht ganz sauber, jetzt ist es, müssen, da am Drehring ist nämlich auch ein N drauf, die müssen übereinander stehen. Und dann kann ich hier an diesem kleinen Knubbel hier ablesen, die Marschzahl oder die Peilung oder den Winkel oder was auch, wie auch immer du das nennen willst. Und dann brauche ich im Endeffekt, wenn ich dann herumgehe, damit ich wieder diese Peilung bekomme, brauche ich mir gar nicht merken, ich brauche mir die Zahl nicht merken. Was ist, wenn die Peilung nicht genau Westen ist, sondern sie ist 240 oder 245? Dann brauche ich mir das nicht merken, sondern ich drehe dann ganz einfach immer nur mich so lange, bis wieder N auf N steht und weiß, in diese Richtung hier, da, das ist nämlich auch wie ein Pfeil, in diese Richtung da raus, da muss ich gehen. Und solange ich mich an das halte, kann ich nicht im Kreis marschieren. Und das ist der Schmäh und das ist eine von vielen Funktionen von diesem Kompass hier. Also ich mache das Geschäft, dieses Survival-Geschäft, Bushcraft-Geschäft, Outdoor-Geschäft und Orientierungsgeschäft, wenn ich das so sagen darf, schon sehr, 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 sehr lange. Und jetzt gibt es von den Zusehern, die das, wenn du jetzt da dazugehörst zu dieser Gruppe, ist nicht böse gemeint, welche, die das überhaupt nicht verstanden haben und gesagt, wovon redet der Schwachkopf da überhaupt, ja? Oder werden sagen, ich werde das niemals verstehen, das kann ich nicht verstehen. Oder es wird Leute geben, die sagen, ich brauche das nicht, weißt du, weil Orientierung, das ist was für Eierbären. Ich habe mein Google Maps und mein GPS und da brauche ich nicht, das ist der Kompass. Das haben die Großväter braucht, aber wir sind moderne Menschen. Wir sind Homo Deus. Wir sind so cool. Wir brauchen das alles nicht mehr. Das sind alte Techniken aus der Steinzeit. Ja, genau. Wenn du das nicht verstanden hast und dich auch das nicht interessiert, dann schalt das Video ab. Aber wenn es dich interessiert und du sagst, das ist so eine Kernkompetenz des Menschen. Wenn du das verstanden hast, dann kannst du auch mit Sonne und mit Mond und mit Sternen navigieren und dich orientieren. Das sind nämlich zwei unterschiedliche Dinge. Als erster kommt die Orientierung. Und dann die Navigation. Und das geht dann beides damit. Wenn du das geknackt hast, dieses eine kleine Geheimnis da jetzt sozusagen, und ein paar weitere, dann bist du voll dabei. Und das ist natürlich ein Werbevideo, das muss da klar sein.
Wenn du das willst, dann schau dir meinen Fernlerngang an, denn da gehen wir das wirklich Schritt für Schritt durch. Und ich habe eine Quote von über 95%, die bei diesem Kurs dann auch dabei bleiben. Es ist eine 1-Euro-Aktion. Also schau dir das an, es lohnt sich. Du kannst es auch autodidaktisch lernen, dann dauert es länger, ist lustiger als der Schnellkurs vom Rennen. Da weiß man gleich immer alles und das hat halt auch seinen Charme. Dieses Teil hier, genau dieses Teil, jetzt auf den Markus aus Halle zurückzukommen, Halle oder Saale? Nein, Halle, glaube ich. Ich kenne mich da in der Gegend nicht so aus, aber ich könnte auf der Karte nachschauen. Dieses, genau dieses Teil und das Teil von Sunto und das Teil von KSH, die sind top, die kann ich empfehlen, weil die kenne ich selber. Da gebe ich da unten den Link auf Amazon oder in meinen Shop eben. Alle anderen kenne ich nicht und kann dir nur sagen, dass ich sehr häufig nichts anderes als sozusagen klumpert gesehen habe. Irgendetwas, was nicht funktioniert. Riesige Blasen, wobei Blasen da jetzt kein, also Luftblasen, weil es flüssigkeitsgelagert, die sind kein Qualitätskriterium. Aber wenn die so groß ist, dass sich das Ding nicht mehr bewegen kann, dann ist es Schrott, dann ist es wirklich Schrott. Das heißt, wenn du so etwas kaufst auf Amazon von einem anderen Hersteller, dann empfehle ich dir ganz dringend, bitte, dass du dir den herholst und ihn überprüfst mit einem anderen Kompass und in unterschiedlichsten Lagen und ihn herumschüttelst und herumwirfst und dann hinstellst und sagst, und macht er das jetzt. Das ist das Qualitätskriterium und der Rest wird sich ergeben. Das war's, Daumen nach oben oder nach unten, lass mir auf jeden Fall ein Abo da. Es lohnt sich wirklich, denn es kommen immer wieder solche Videos und auch Produktvorstellungen und ein bisschen Wissen. Schreib mal einen Kommentar, wie du das siehst und ob du das jetzt verstanden hast, wenn du es noch nicht verstanden hast. Oder wenn du es sowieso schon weißt, ist das eine gute Erklärung, die ich gemacht habe oder nicht? Da würde ich mich irrsinnig freuen drüber. Da geht's. Link zu diesem Produkt, wenn du dir das anschauen willst. Da ein Abo lassen, ein anderes Video. Hat mich gefreut, dein René Rossmann. Bis bald und ciao.